Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zur Munich Economic Debate heute zu begrüßen. Wir haben ein bisschen später angefangen, weil die S-Bahn Probleme hatte, aber jetzt sind, glaube ich, die meisten angekommen, was sehr schön ist. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns online zugeschaltet sind. Die Munich Economic Debates werden veranstaltet vom IFO-Institut gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und wir bedanken uns wie immer bei der IHK dafür, dass sie hier als Gastgeber fungiert, ja schon seit langer Zeit. Normalerweise machen wir ja bei der Munich Economic Debate Serien. Wir haben ja im Moment das Thema Künstliche Intelligenz und da wird es, das werde ich gegen Ende sagen, auch noch weitere Veranstaltungen geben zu dem Thema. Heute haben wir aber eine Munich Economic Debate Spezial zum Thema Wirtschaftswende in Deutschland, wie sie trotz geoökonomischer Risiken gewinnen kann. Und ich freue mich sehr, dass heute Professor Markus Brunnermeier zu uns gekommen ist und zu uns sprechen wird. Professor Brunnermeier, viele von Ihnen kennen ihn, ist Professor in Princeton. Er ist einer der weltweit bekanntesten und profiliertesten Makroökonomen. Er ist auch verbunden mit dem IFO-Institut. Er ist Direktor unseres Netzwerks Makroökonomik. Und ich freue mich sehr, dass er heute eben bereit war, hier diesen Vortrag zu halten. Frau Nienhaus wird gleich noch ein bisschen mehr zu Herrn Brunnermeier sagen. Vom Ablauf wird es so sein, dass Herr Brunnermeier seinen Vortrag hält und wir werden dann zu dritt diskutieren eben über den Vortrag von Herrn Brunnermeier, über die Themen Wirtschaftswende in Deutschland. Aber ich denke, wir werden auch ein bisschen über die Frage der Präsidentschaft in den USA und des Wahlkampfs sprechen. Das ist ja, da gibt es ja interessante Entwicklungen und es ist natürlich interessant, von jemandem zu hören, der so nah dran ist. Insofern freue ich mich sehr auf diesen Abend und dann würde ich übergeben an Frau Nienhaus. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe der Munich Economic Debate, die ja, weil es eine Sonderausgabe ist, auch einen besonderen Anlass hat, nämlich 25 Jahre CES-IFO. Es wurde dieses Jahr auch gefeiert, 75 Jahre IFO-Institut. Aus diesem Anlass habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, wie wir Journalisten vielleicht auch über das IFO-Institut berichtet haben. Denn das IFO-Institut ist auch für die Süddeutsche Zeitung ein durchaus wichtiges und relevantes Institut. Ich habe mal nachgeschaut, 6.475 Treffer für Artikel, in denen IFO-Institut vorkam, seit 1949. Und man muss sagen, die SZ ist ja noch einen Tacken älter als das IFO-Institut. Die wird nämlich nächstes Jahr schon 80. Also wir sind noch ein bisschen voraus. Im Jahr 1949 wurde es erstmals erwähnt, da wurde es ja auch gegründet. Und dann am 3. Mai 1950 auf Seite 7 unter der damals nicht einmal halbseitigen Rubrik Die Wirtschaft, also nicht mal eine halbe Seite, folgende Meldung. Seit Jahresbeginn führt das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung allmonatlich eine Befragung führender Persönlichkeiten verschiedener Industriezweige in allen Ländern des Bundesgebiets mit Hilfe eines neu entwickelten Verfahrens des Konjunkturtests durch. Ich würde sagen, diese Meldung hat schon ein bisschen vorhergesehen, wo es mit dem IFO-Institut auch hingehen würde und womit es weiterhin bis heute auch relativ prominent ist, nämlich als ein Institut, das sich sehr intensiv mit Konjunktur und der Vorhersage von Konjunktur befasst. Aber die Höhepunkte der SZ-Berichterstattung, das kann man sich bei uns sehr schön heraussuchen lassen, finden sich Anfang der 1990er Jahre, 1992 bis 1994, haben wir ganz besonders oft über das IFO-Institut berichtet und interessanterweise jetzt vielleicht, nicht etwa zur Finanzkrise oder Eurokrise oder so, sondern jetzt wieder, ab 2019. Vorher war es einige Jahre eher ruhig. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, woran könnte das liegen? Und denke, vielleicht sind es die Zeiten elementarer Umbrüche für die deutsche Wirtschaft, also weniger die so konkrete Krisen, sondern Strukturprobleme, die Zeiten des IFO-Instituts sind. Das war dann in den Anfang der 90er natürlich die Wiedervereinigung und jetzt vielleicht sowas wie das Thema, auf das wir gleich kommen. Grüne Wende, Transformation, Wirtschaftswende, gibt ja viele Namen, womit jeweils ein bisschen sowas anderes verbunden wird, aber doch hat man das Gefühl, so etwa seit
ich würde sagen, einem Jahr dann doch sehr massiv, dass Deutschland wahnsinnig intensiv darüber diskutiert, wie es weitergeht wirtschaftlich, ganz strukturell für das Land. Ich gratuliere jetzt einfach nochmal hier zum 25. und 75. Geburtstag und dann stelle ich denjenigen vor, der uns mehr dazu erzählen wird. Aber bevor ich das tue, noch ein kleiner Hinweis, steht auch schon die ganze Zeit hier oben. Sie können die Fragen über die Interaktionsplattform Slido gerne fortlaufend stellen. Es sind bei mir auch schon welche eingegangen auf dem iPad, das da vorne liegt und das ich gleich benutzen werde. Also das tun Sie am besten, indem Sie diesen QR-Code scannen. Und für diejenigen, die nicht hier anwesend sind, die können das auch tun, indem sie auf slido.com gehen und den Eventcode #MED eingeben, also für Munich Economic Debates. Oder alle, die hier sind, können auch nachher ganz normal per Mikrofon fragen, wenn sie mögen. Also der Vortrag dauert ungefähr 25 Minuten. Danach haben wir, glaube ich, genug Zeit noch zu diskutieren. Und nun zum Gast, der heute Abend den Vortrag halten wird. Er stammt aus Landshut, hat Deutschland aber statt Zimmerer zu werden, wie sein Vater, glaube ich, schon länger gen Amerika verlassen. Er ist VWL-Professor in Princeton und betrachtet Deutschland also von innen und von außen. Er ist spezialisiert auf Finanzthemen, schreibt aber auch Bücher für die Allgemeinheit, zum Beispiel das Buch Die resiliente Gesellschaft, wie wir künftig Krisen besser meistern können, erschienen 2021. Und unter Ökonomen und ökonomisch Interessierten ist er besonders bekannt für seine Vortragsreihe, für seine Online-Vortragsreihen, die er in der Corona-Zeit begonnen hat, die nach ihm heißen, Marcus Academy, und wo sich schon Paul Krugman und Larry Summers über Inflation gestritten haben und so einiges mehr. Jetzt ist er aber nicht im Webinar, sondern live hier bei uns. Herzlich willkommen, Markus Brunnermeier.